Mit Thomas Gronister, dem Verkehrsexperten der Arbeiterkammer Niederösterreich, führten wir das folgende Gespräch zur derzeit wieder aktuellen Pendlerproblematik. Die Pendlerproblematik ist ja jetzt in aller Munde, kann man sagen. Pendlerpauschale ist ja etwas, das heftig diskutiert wird. Wie sieht es denn derzeit aus? Ja, im Moment ist die Pendlerpauschale ein Freibetrag und eben dementsprechend, es gibt die kleine und die große Pendlerpauschale. Und die kleine Pendlerpauschale kriegt man, wenn man öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung hat, die große, wenn dementsprechend keines da ist. Und es ist so, dass das abhängig ist von der Höhe der Lohnsteuer, die man zahlt. Und je nachdem bekommt man halt einen Betrag dann wieder zurück. Jetzt hat ja der Arbeiterkammerpräsident Herrn Eder gesagt, es ist sehr ungerechtes System derzeit. Denn wer mehr verdient, bekommt auch eine höhere Pendlerpauschale. Wer weniger verdient, bis zu gar nichts. Genau, also das ist sozusagen jetzt im Moment der Fall. Und das Beispiel, das wir immer da erwähnen, ist ein Pendler, der von Wiener Neustadt nach Wien fährt. Der zahlt ungefähr 1400 Euro im Jahr für seine Jahreskarte im öffentlichen Verkehr. Und wenn er jetzt einen Job hat, wo er keine Lohnsteuer zahlt, dann kriegt er höchstens Negativsteuer zurück. Und das ist dann 141 Euro im Jahr. Und auf der anderen Seite jemand, der sehr viel verdient, der quasi 50% Lohnsteuer zahlt, bekommt dann 670 Euro rund zurück. Jetzt gibt es einige Modelle, die vorgestellt wurden. Wie sieht es denn hier aus? Welche Empfehlung gibt denn die Arbeiterkammer? Was wäre denn das gerechtere System? Also es sind, so wie Sie gesagt haben, jetzt natürlich die Diskussionen. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Modelle, die an die Finanzministerin herangetragen werden. Der Präsident hat das ja schon auf der Vollversammlung erwähnt. Es geht uns vor allem darum, dass man dieses Freibetragssystem in einen Absetzbetrag umwandeln soll. Das heißt, jeder bekommt quasi das Gleiche vorher heruntergerechnet und dementsprechend zahlt er dann weniger Steuern. Und natürlich liegen uns die Wenigverdiener bzw. auch die Teilzeitbeschäftigten am Herzen, weil bis jetzt muss man mindestens 11 Tage an seinem Arbeitsort sein, damit man überhaupt die Pendlerpauschale beziehen kann. Das heißt, wir sind dafür, dass man die Negativsteuerbeträge erhöht und dass man auch die Teilzeitbeschäftigten alle Quote entlastet. Und dann sind wir natürlich für eine ökologische Komponente auch noch, weil wir sagen, dass wenn man große und kleine Pauschale in eine einheitliche Pauschale umwandelt, dann bekommen alle den gleichen Betrag. Und es wird mehr ein Anreiz gesetzt, dass man halt dann das billigere Verkehrsmittel wählt, was in dem Fall dann die Bahn wäre oder halt der Bus. Genau.